Hello YouTube! Wir sind zurück. Pocky und Betsy. Relativ hoch, endlich. Schauen wir mal. Und es geht weiter. Es geht in die Burg. Nennen wir es mal Burg. Okay, vielleicht ist der Aufzug. Aber habe ich das vorhin schon gesagt? Vielleicht ist der Aufzug der Speicherpunkt. Könnte sein, ja. Müsste man dann testen einmal. Du, das werden wir noch früh genug rausfinden. Aber ich hoffe, dass jetzt, nach dem Aufzug wird es uns nicht mehr so richtig runterkicken, glaube ich. Hoffe ich. Boah, nach dem Aufzug ganz runter ist bitter. Ich glaube, dann ist es für uns vorbei. Mysteriösen, oder? Mysteriösen. Das erinnert mich an Indiana Jones, jetzt kommt gleich so eine Kugel runtergerollt. Nee, erst wenn du irgendwas aufhebst. Warte, Wasser, ich weiß nicht. Ja, es geht nicht woanders. Geh mal ins Wasser. Geh mal ins Wasser. Oh, wir können sogar schwimmen und tauchen. Ja, unglaublich, Leute. Unglaublich. Und wir können nicht einmal ertrinken. Nee, aber die Kleidung wird auch nicht sauberer, deswegen. Aber nass auch nicht. Oh, jetzt kommt ein Endboss. Ja, irgendwie so wirkt's jetzt. Das erinnert eh so an ein Souls-like-Game. Jetzt sind wir in Dark Souls gelandet, wollte ich gerade sagen. Ja. Oh, das wäre cool, wenn das so wäre, weißt du? Wenn wir jetzt auch noch kämpfen müssten mit Ausweichen und so und wir könnten uns gegenseitig so richtig reinwürgen. Nee, und wir müssten wirklich, weißt du, irgendwie mit der Kette umschlingen und die dann zu Fall bringen, weißt du? Ja. Wir haben gerade Ideen für einen zweiten Teil geliefert. Oder für ein neues Souls-like-Game. wo man dann auch im Koop mit der Kette rumläuft, meinst du? Ja. Aber warte, was ist das da hinten? Das Flügel, die wir aufheben können? Oh. Kannst du fliegen? Ja. Ah, wir haben sie gefunden. Mhm. Irgendwas können wir freischalten, wenn wir fallen, wenn wir genug Flügel eingesammelt haben. Vielleicht Gleitsprung. Ja, oder wir können uns abfangen damit. So. So, jetzt müssen wir auf die Plattform und dann passiert was. Wir müssen, glaube ich, auf alle. Dann auf die drübere. Ach, das wäre die erste gewesen, glaube ich. Gehen wir jetzt, ob die andere deaktiviert wird. Ne, die ist auch grün, okay. Hey! Edward! Ich pull dich hoch! Ja, ich kann mich nicht hoch, pull doch! Ja, jetzt bist du oben, aber ich bin nicht. Jetzt hat beide oben. Das ist aber ein kompliziertes Garagentor. Naja, war ein kompliziertes Auto vorhin, also. Oh nein, jo. Betsy! Warte. Geh einfach hoch, ja. Oh ja, ich mach die andere. Da passiert mir safe nichts, Alter. Weil es kann mich ja nicht. Nein. Rennbahn, bitte zumindest die Rennbahn. Oh Mann. Das war jetzt dumm irgendwie. Was ist, wenn du jetzt ladest? Na, probieren das mal kurz. Und dann sind wir ganz unten. Na, geht nicht. Oh. Ah, da steht immer No Save. Kann das einfach sein, dass das ein normaler Save Point einfach ist, wenn wir rausgehen? Alter, schon fies, wenn du wieder reingehst und musst wieder von unten anfangen, ne? Ich glaube, das ist halt so wie jedes Online-Spiel. Du bleibst da stehen, wo du rausgehst. Kann gut sein, ja. Ah, jetzt waren wir so weit, wir haben sogar die fucking Plattform geschafft. Ja, aber ich hätte sowieso nicht mehr auf die andere Seite können, glaube ich. Oder, ich hätte mich vielleicht hängen lassen sollen. Ah, entweder so. Aber warum er losgelassen hat, verstehe ich nicht. Hätte ich die Stacheln erwischt haben. Ja, aber ich war doch auf der richtigen Seite. Ja, aber die haben mich ja trotzdem erwischt. Kam ja, doch von der Seite. Die kamen ja von hinten quasi. Die haben dich von hinten erwischt, die Stacheln. Nein, niemand hat mich von hinten erwischt. Das geht gar nicht.
Na, die Verzweiflung. Ja. Wir kriegen jetzt die Bahn schon besser hin. Boah, du hast mich gleich aber mit einem Ding mitgezogen, du. Ja, ja, ich bin der Mitzieher. Oh, jetzt komme ich nicht hoch! Nein, hä? Ja, wenn wir bei denen Baracken sind, wo wir beim Hubschrauber mit dem Dings vorbeifliegen. Aber, ja, warte, aber wir müssen einfach hier wieder runter. Ich glaube, hier ist der normale Weg dann. Oder? Aua. Hä? Scheiße, das ist. Ja, warte mal, hier muss mal irgendwo weiterkommen. Kann ja nicht sein, dass da vorne eine Leiter ist und wir kommen hier nicht weiter. Hier irgendein Trick. Warte mal, vielleicht gibt's da die Hubschrauberplattform. Also da unten ist der Laser. Da, warte mal. Da unten ist der Laser. Können wir, wenn wir jetzt hier runter... Wir können uns hier fallen? Nein. Nee, da kommen wir nicht hin. Nee, da kommen wir auch nicht hin. Da unten waren irgendwo die Laser. Aber wie kommen wir da hin? Sind wir. Ah, hier runter. Okay. Oh Gott, was ist. Ja. Okay. Okay. Okay, zumindest sind wir gleich wieder beim Helikopter und beim Auto. Das ist schon mal. Ein Pluspunkt. Das ist besser wie ganz runtergefallen. Ah, ich sag das, Betsy, das ist so kompliziert, das Spiel. Ja, eigentlich kompliziert nicht, aber zum Ziel zu kommen ist nicht so leicht. Oh, aber da kann man ein bisschen die Aussicht genießen, wenn man da hängt. Aber ich kann schon das Vieh nicht mehr sehen, das große. Ja, doch. Doch. Verdammt. Aber wir waren so hoch. Ja, also für das Spiel sicher nicht hoch genug, aber. Nee, aber für unsere Verhältnisse waren wir hoch. Ich lass mich jetzt nur noch kutschieren. Wahrscheinlich hat es wieder. Ja, nein, aber wie hat es wieder nicht berührt? Okay. Na, ich fahre halt durchgehend nach links. Du wirst bei mir angestupst, ob es so ist. Du hältst auch das Lenkrad mittig und nicht an den Seiten. So. Was diese verbrannten Dinger bedeuten sollen. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ach, wir waren schon so weit. Bei unserem Fall. Doch nicht wahr sein. Aber schau, wir waren schon so hoch, dass wir nicht mehr zu den Knochen haben runter müssen. Genau, das stimmt. Was machst du? Ich glaube, da wäre es aber bei uns auch vorbei gewesen in dem Moment. Oder ganz runter. Ich glaube, dann würde man was anderes spielen. Dann würde ich den Pussy-Mode aktivieren.
Nein, Betsy! Nein, Betsy! Schnell zur Plattform! Ja, genau! Oh nein, low! Wee! Juppie! Achso, in die Richtung war es wieder. Hoppala, was war denn jetzt? Ah, Betsy Boy! Ja, das klappt! Super! Ja, ne? Da kommt der schwere Part erst noch. Aber einfach mal den rechtzeitig springen, dann geht's eigentlich. Hoppala, warte. Weil da sind wir schon mal runter bis zu den Skeletten-Dinger. Ja. Das möchte ich jetzt noch schauen. Wichtig. So. Wow! So, schaff mal easy peasy. Ja, Mann. So, und jetzt die Treppen gleich wieder. Ich kann gar nicht beurteilen, ob wir jetzt schneller oder langsamer sind, gell? Viel schneller. Ja, okay, diesmal waren wir echt schneller. Oh, Gott sei Dank, okay. Alter, Gott sei Dank. Ach, da muss man springen. Ach, Glück gehabt, dass du gesprungen bist. Und es geht wieder hoch. Ja, 500 Meter hat man schon mal, oder? Hat man das? Glaub schon, bin mir jetzt nicht sicher. Auch nicht. Warte mal nicht, dass das YouTube-Video endet, wenn die entmonetisiert wird. Na, so schlecht, wie wir das nachmachen. Du, das geht ganz schnell. Mich jetzt mit der Kette umwickeln? Miau, miau. Aber vielleicht ist das Tor schon offen. Na, das glaube ich nicht. Glaube ich jetzt auch nicht. Ne. Wobei, nee, das wird wieder zugehen nach einer Zeit wahrscheinlich. Ja, glaube ich auch. Weil sonst wäre das Auto ja auch jedes Mal oben. Ist offen. Tatsächlich. Ja, geilo. Wäre cool, wenn die Flügel auch nochmal da wären. Dann haben wir ganz schnell 10. 10, genau. So, aber jetzt muss ich springen. Ja, du bist vorhin gar nicht gesprungen. Doch, aber du bist doch zu weit hinten gewesen, deshalb konnte ich nicht so weit springen. Doch. Okay, dann laufen wir einfach. Er rennt einfach und schaut gar nicht, ob das... Doch. Oh. Laser! Oh nein! Gar nicht so geil! Darüber! Nein, ich hab's nicht gesehen, Betsy! Ich hab's nicht gesehen! Easy peasy! Okay, jetzt müssen wir, glaube ich, ein bisschen. Oh, aber jetzt geht's tief runter, du. Oi. Warum kriege ich leicht schwitzige Hände gerade? Was, erst jetzt? Hast du schon, oder was? Ja. Ich merk's jetzt richtig gerade. Oh. Was, Kreuz in der Hölle? Was soll denn das? Das für mich. Sacre bleu. Ma, sind wir gut, Betsy, sind wir gut! Oh,
Bitte lass das immer. Warum bist du kein Checkpoint? Sei doch du ein Checkpoint. Ja, wir haben halt nicht den Pussy-Mode aktiv. Was? Schwert in der Hölle? Blasphemie! Wo? Oh, das war gut. Ich finde, das geht ja noch, wenn es keine rotierenden Plattformen sind, ne? Mhm. Was? Ich wollte schauen. Ich wollte auch schauen. Top. Nicht so schnell! Hier will ich auch nicht runterfallen, weil hier wird es wieder schwer, den anderen zu halten. Ich weiß nur, dass unter uns gar keine Plattform ist, glaube ich. Oder die Rennbahn. Oh, ja, oh. Ich habe gerade da unten geschaut, ich Idiot. Sorry. Oh, ich bin immer froh, wenn wir irgendwas erreicht haben, gell? Ganz ehrlich. Du schwimmst, als hast du Ahnung, wo es lang geht. Du nicht? Nee, jetzt. Da oben rein, warte mal, da oben rein war es irgendwo. Ach gut, dass man nicht ersticken kann. Ich glaube, wir sind gerade wieder zurückgeschwommen. Nein, ja, oder? Sind wir, oh ja. Ach, wir sind wieder zurück, oder? Warte, muss mal auftauchen. Nee, oder? Nee, das ist was anderes, wo wir jetzt sind. Aber hier geht's runter, schau. Achso, warte, ich komme nicht raus. Ja, ich komme nicht raus. Hier ist ein Pfeil, Alter. Okay, mit Anlauf. Schmackes! Oh, ich hab gar nicht gecheckt, dass es da nach unten geht. Ich dachte, du willst einfach nur springen, dass es gut ausschaut. Ja, safe. Ich wollte einfach nur springen. Das ist gut ausschaut. Boah, die sind bald bei 600 Höhenmetern, du. Wir sind ja unglaublich. No. Ich weiß nicht. Also. Aber wie? Können wir uns ducken? Nein. Boah, du musst jetzt hoffentlich dann jetzt nicht runterfallen, oder? Und ja, das können die doch von uns jetzt nicht verlangen. Ich glaube, jeder muss auf eine Seite und wir rutschen runter. Das, nee, das glaube ich nicht. Scheiße. Ich glaube schon. Oh. Ja, aber ich will es nicht. Würdest du es aber alleine dann schaffen? Wenn du das Spiel alleine spielst. Oh, ich weiß was. Oh, nee. Was denn? Ich glaube, ja, alleine ist dieser Passage gar nicht existent. Das ist eine gute Frage, oder? Das ist ja nur, es kann ja nur runterrutschen sein. Naja, so wie es aussieht, hast du schon recht, ja. Oder was ist hiermit? Ja, aber von wo? Ah, ja, und dann die Kisten. Nee, aber dann kommen wir ja nur wieder darüber, wo wir rein sind. Schau, das wäre eine Abkürzung. Ah, ja. Aber nee, warte mal. Aber nee, dann wäre man da drüben gestanden und wäre nicht mehr weitergekommen. Es gibt nur den einen Weg. Wir müssen den irgendwie gehen. Nur wenn wir das machen und wir schaffen es nicht, dann fallen wir ziemlich tief nach unten, ne? Ich weiß nicht. So müssen wir das machen. Du musst auf die Seite schauen, dann kurz runter. Nein, doch nicht. Nein! Nein! Nein, nein, nein! Da! Oh, fuck. Scheiße. Fuck! Okay, die Kette bleibt nicht. Also die klitscht durch. Das ist eine andere Möglichkeit geben. Wobei, wir sind aber beide, sind wir jetzt beide zur selben Seite runter? Glaube ich gar nicht. Wow! Und jetzt? Wow! Nein, echt jetzt? Betsy, mein Held! Hey, die Treppe wird immer steiler, oder?
Du musst das so machen, dass du dich nicht dranhangelst, Betsy. Dann bist du schneller. Achso. Ich will immer, einen auf Topic nehmen. Weißt. Oh Gott. Hey, aber ich weiß es nicht, wie man das schaffen soll. Oder vielleicht gibt es durch diesen Gang, den wir geschwommen sind, noch einen anderen Weg, der uns doch woanders raus hat. Ja, aber es ist schon komisch, dass da ein Weg ist überhaupt. Ne? Aber ich bin nach rechts runtergefallen. Weißt du, welche Seite du runtergefallen bist? Ich weiß nicht, ob du mich nicht nach rechts nämlich gezogen hast. Und dann bin ich nämlich auch nach rechts, glaube ich, runter. Weil wir könnten es versuchen, dass wir uns wirklich... Jeder haut sich von einer Seite runter und wir sliden die Stange runter. Eine andere Idee hätte ich leider nämlich auch nicht. Also das klingt, wieso komme ich nicht drauf? Ja. Klingt schon sehr logisch, was du da sagst. Weil alles andere ergibt ja wenig Sinn. Weil man kann sich halt nicht ducken in dem Spiel. Ja. Ja, anders geht's sicher nicht. Wir machen das einfach. Wir stehen. Ich frage mich halt immer, wie macht das ein Einspieler dann? Oder hat der einen Bot an sich hängen? Weiß das denn. Kann möglich sein. Weil im Prinzip macht das Spiel keinen Sinn, wenn ich alleine bin, weil da brauche ich auch keine Kette. Stimmt, hast du recht. Ich glaube, als wir Play gegangen sind, stand da nicht nur Hostgame. Ich glaube, da stand gar nichts von Singleplayer, oder habe ich das jetzt falsch im Kopf? Du kannst einen Übungsrun machen als Singleplayer. Boah, das hat meiner sich wieder nicht festgehalten. Warte mal noch. Das hat man doch jetzt geschafft. Ja, aber ich wollte sicher gehen, weißt du? Aber jetzt gleich durch. Er jumpt einfach, was ist mit ihm los? Dann muss ich die Plattform nicht machen, weißt du? Warte. Und jetzt. Ich laufe immer eins danach. Oh, das ist wieder mies. Das war nur Glück, dass wir das geschafft haben. Ich weiß nicht. Oh ja, weil ich habe die Dinge am Anfang gar nicht gesehen. Das, letzten Jump nämlich. Den habe ich aber auch nur durch Zufall dann gesehen. Oh nein! Komm, bild dich, pull dich! Nein, Lalilu! Warte! Da ist ein Loch. Wo sind wir? Loch zum Schwimmen. Oh Gott. Ey, jetzt wird's langsam eklig, Alter. Ja. Ah, vor allen Dingen, weil ich an jetzt so was Dummes hängen geblieben bin. Ich habe gar nicht gepullt. Also ich weiß nicht, ob das jetzt was gebracht hat, weil ich habe auf den Laser achten wollen. Also. Weil der hätte ja, ich glaube dadurch, dass du jetzt nicht gepullt hast, sondern nur ich gepullt habe, habe ich dich runtergezogen, glaube ich. Das wäre möglich, ja. Vielleicht immer der auf einer Plattform ist, muss pullen. Vor allem schön, dass wir auch immer pullen sagen und nicht einfach ziehen, gell? steht schon da. So, jetzt halte ich aber auch bitte fest beim Pullen. Danke. Wir warten. Wir oder warten doch nicht. Das wird super so, oder? Viel leichter. Ja! Betty hat immer zu viel Angst. Ich zeige das immer perfekt ab. Doch nicht. Pull dich. Ich zeige das immer perfekt ab. Das war jetzt echt. Okay, wir könnten das auch ein bisschen geduldiger spielen. Also diese Passage hier. Ich glaube, Geduld existiert bei uns einfach nicht. Nicht mehr. Nicht mehr. Die erste halbe Stunde war sie noch durchaus vorhanden, ne? Den Part habe ich schon wieder vergessen. Ich aber auch. Aber das weiß ich doch. Ein Kreuz in der Hölle? Ja, genau. Sacre bleu.
Wenn sie einfach nochmal dieselben Sachen sagen wie vorher, weil das Glück bringt, ne? Ja, wir sind ja auch durchgekommen vorhin. Ja, eben. Ein Schwert in der Hölle? Ja, das passt. Oh, ich hab jetzt schon keinen Bock mehr auf den Baumstamm. Der gleich wieder kommt. Oh, der Talpfad war ja auch noch. Stimmt. Ja, aber das war ja gar nicht so schwer. Nee. Also okay, für mich nicht, weil ich mit Controller spiele. Es ist ein bisschen angenehmer, weil ich langsamer gehen kann. Das glaube ich, aber ich kann die Maus besser mitdrehen, glaube ich. Das hilft mir ein bisschen. Aber da schau, wo da unten die Kisten sind, da ist nichts. Oder findet man da vielleicht irgendwas, die Flügel oder so? Wir können die Kisten hier mal nach unten gehen, weil wir kommen ja auch wieder hoch. Ich spring lieber, ich habe keinen Bock, dass ich da durch irgendeine Lücke knall. Achso, das ist nur eine offene Kiste und sonst... Also hier geht es definitiv nicht weiter. Aber der Baumstamm, es kann nur so zu machen sein, oder? Ja. Ich sagte, wir müssen das so machen, einfach und aus. So. Jetzt tun wir mal da durch. Dann hier hoch, oder? Ja, das ist der kürzere Weg. Nee, hier ist nämlich wieder eine Sackgasse. Doch nicht das Stück. Oder gar kein Weg, hä? Da hinten war es nichts. Da hinten habe ich nichts gesehen. Okay, dann war das ein Fake-Weg. Und dann gleich hier oben. War das hier oben? Ja, es war hier oben. Aber vielleicht, wenn wir jetzt woanders weitergeschwommen wären. Ja, genau hier. Und schau, es aber muss... hier geht's runter. Ah, aber nicht, aber vielleicht doch nicht. Nein. Ja, bam. Aber wo sind wir denn jetzt? Ich frag's mich genau. Müssen wir runter jetzt? Wo sind wir, Scheiße? Versuchen wir's mal, ob's bei dem geht. So wie wir das mit dem Baumstamm vorhaben. Zieh mich nicht runter, nicht pullen. Ob wir durchglitschen oder egal. Muss erst mal runterkommen, ne? Vielleicht musst du mich ein bisschen... Ah! Wir hängen! Sag ich, wir hängen! Würdest du gehen? Pass auf, aber da ganz unten ist noch ein Loch. Pass auf, wo du jetzt hinschwingst. Ich komme wieder jetzt wieder an eine Stelle, wo wir weiterkommen. Da unten? Ah ne, das ist eine Feuerschale. Oh! So, geht jetzt hier irgendwo wieder weiter für uns? Ja, da sind wir wieder. Das war die Stelle mit dem Lift. Wow. War blöd, dass die Stelle jetzt nochmal kommt, aber mal. Aber jetzt wissen wir zu 100%ig, dass es mit dem Baumstamm klappt. Jetzt müssen wir halt nur dorthin kommen. Und wir sollten nicht in jedes Loch schauen, was wir sehen. Aber ich bin doch ein Höhlenforscher. Aber was ich jetzt nicht kapiert habe, das ist ja ein Loch in dem Wasserding. Warum ist dann da noch Wasser drin? Das ist ja die Hölle. Ja, okay. Ich bin froh, dass es da überhaupt Wasser gibt. Stimmt eigentlich, ja. Sag mal, bist du Linkshänder oder so, Betsy? Ja, wieso? Weil du dauernd nach links laufen möchtest. Nee, ich bin eigentlich Rechtshänder. Deswegen will ich auch immer bei den Spielen über die rechte Schulter schauen. Ja. Arr. So, Baumstamm. Jetzt hol mir die. Wow.
Ich glaube, wir leben hier etwas gefährlich, oder? Ich weiß es nicht. Ja. Aber es passt, wenn es dann einer zumindest wieder schafft und den anderen abfängt. Mhm. Ah, soll ich hier jetzt? Ah, warte, hier müssen wir rüber. Oh. Alles cool, ist cool. Ich rechne immer damit, dass du es nicht schaffst. Darum springe ich immer weiter außen, weißt du? Solltest du vielleicht auch mal. Dann springen wir beide einfach runter. Komisch, umso dünner die Plattform, umso weniger Probleme haben wir. Ein Kreuz in der Hölle? Was für What the fuck? Oh mein Gott. Oh. Jesus. So langsam, nur nicht hetzen hier. Oh, warte, da muss man springen. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Gott sei Dank. Ja, wir haben den Partner nicht fünfmal gespielt. Das ja, kann das schon ist mal das Problem. Dass man dann. Genau das wollte hier nämlich nicht passieren. Ja, weil ich glaube, dieser Baumstamm, ich weiß nicht, ob das bei dem auch so funktioniert. Mit der Kette, wenn ich mich anders fallen lasse. Das wird aber nichts bringen, wenn wir dann da hängen. Naja, wir werden halt wieder am Anfang dann, also von dem Baumstamm, wenn wir runterrutschen, was? Ja, ist gut. Wobei, da würden wir unten an der Plattform hängen, unter der Plattform. Ja, ich glaube, das wird man irgendwie hinkriegen schon. So. Langsam kennen wir ja auch denn hier den Weg. Na gut, dass wir das jetzt an der einen Plattform getestet haben, ne? Mhm. Ich sehe gerade, wenn du irgendwo durchschwimmst und ich dich nicht richtig sehe, färbt sich dein Körper orange. Mhm. Pass auf, weg von vom Loch. Oh. Aber warum sind wir da letztens nicht rein? Ach so, weil ich schon aufgetaucht bin und nicht getaucht bin, glaube ich. Ja. Und Chubby! So. So, aber, wir sind bei 33 Minuten. Wir probieren das im nächsten Part, hätte ich gesagt. Okay, gute Idee. Dann bis zum nächsten Mal. Tschaußen. Ciao.